Ich bin Vega. Du hast den Schmelztiegel. Mit ihm kannst du die Macht des Brunnens bändigen. Wir haben einen Plan, wie wir dich dorthin bringen können. Vega führt dich durch den Vorgang. Schließe den Brunnen und damit herzlich willkommen zurück bei Doom. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich bin Vega, ich habe ein bisschen Angst. Vor allen Dingen gerade nach der letzten Folge. Ach cool. Boah, ich bin immer noch erledigt. Ich spiele jetzt gerade weiter nach der letzten Folge, ne? Wo wir gerade wieder hier so Bosskampf hatten. Oh, hier, geil, neue Knarre. Das wäre eigentlich auch eine geile Waffe. Muss ich, oder? So das kleine Special, dass man manchmal so einfach einen Kopf bohrt oder so, aber ich glaube, das macht nicht so viel Damage. Ja, ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen zittrig, deswegen wandle ich hier gerade so umhin. Huch, gerade ein riesiger Doom-Guy vorne. Ja. Ich habe Angst, dass wir jetzt gegen Vega kämpfen müssen oder irgendwas. War hier nicht gerade eben? Ach, da ist die erste. Bin ein bisschen hibbelig gerade, ne? Nicht wundern. So, wir sind zurück auf dem Mars, wie man sieht. Ah, schön. Ah, auf dem Mars ist immer schön. UAC-Personal Vega. Vega wird mit einer Mischung aus nicht raffiniertem Argent-Plasma, das direkt aus dem Argent-Bruch entnommen wird, und UAC-Technologie betrieben. Die Details zur Entwicklung von Vega sind zwar ein gut gehütetes Geheimnis, Gerüchten zufolge soll Vegas Kern aber durch ein Stück arkane Technologie angetrieben werden, das nahe des Argent-Bruchs gefunden wurde. Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee, die Höllenenergie dazu nutzen? Ich weiß nicht. Das Verhalten und die Rechenleistung von Vega sind in der Geschichte der KIs einmalig und zu einem gewissen Grad hat sich das System selbst gelehrt. Ist das auch eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Ich will jetzt nicht paranoid klingen, aber ich habe Angst vor dem Levelnamen. Ich bin Vega. Na gut, ich bin Schläger. Dies ist meine primäre Betriebseinrichtung. Hier wurde ich geschaffen und hier befindet sich meine Kernprozessoreinheit. Es sind etwa 2,4 Terawatt für meinen Betrieb nötig. Mhm. Aber man hat entschieden, dass wir diese Energie nutzen können, um dich zum Ursprung des Portals zu schicken. Man hat entschieden. Ich werde das nicht überleben, kann mich aber auch nicht selbst vernichten. Daher werde ich dich durch den Vorgang leiten. Alle internen und äußeren Türen der Station wurden gesperrt. Du musst einen Weg hineinfinden und die Sicherheitssysteme abschalten. Ich werde dabei getötet, sagt er. Er sagt nicht, ich werde abgeschaltet, sondern ich werde dabei getötet. Erstens mal, er ist ein Programm, sollte sich also wieder booten lassen, hoffe ich. Das heißt, er wäre maximal auf Standby, ist sowas wie schlafen oder kurz mal bewusstlos sein. Aber wird er das denn mit sich machen lassen? Wenn er schon von töten spricht. Er spricht ja nicht von abschalten, er spricht ja von töten. Ist ein bisschen... Wow. Von der Hölle ins Eisfach. Ich hoffe, wir haben Thermounterwäsche dabei. Ganz kurz, hier finden wir gleich wieder einen Doom-Guy. Da hinten ist er. So. Ja. Na los, gib mir das mal. Dankeschön. Ich mag sowas. Was ist denn das hier? Huch. Warte mal. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich habe eben einen Hebel gesehen, aber das war nur vom Gabelstapler. Kommen wir da unten rein? Nee, ne? So. Können wir denn... Nur mal so testweise, wo wir überall hinkommen. Ich glaube da nicht. So, hier auf jeden Fall. Ein bisschen Kettensägen, Benzin wieder mitnehmen. Und von hier aus, guck mal da... Ich will wieder Dinge probieren. Ich weiß. Ich gehe mal einfach den Weg. Ich will wieder Sachen rausfinden. So, das Blut. Ist das gefroren? Kann ich ja schlittern? Wie so eine Eisbahn aus Blut. Eisbahn aus Blut. Da, 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 da. Eisbahn aus Blut. Okay, da können wir uns mal kurz ein bisschen wärmen. Wäre nicht interessant, wenn man hier so sich den Arsch abfrieren müsste, ne, würde und dann quasi immer wieder zu so einem Wärmequellen hin müsste. Hab ich's doch genau gesehen. Gesau. So, ist das ein Secret oder... Ich glaube, wir müssen hier rein. Nee, ist ein Secret. Geil. Einfach mal so gefunden.
Das gefällt mir gut. Was bist du für ein Typ? Quake-Typ. Ach was. Ach. Guter Schuss. Quake-Typ? Dürfen jetzt so einfach? Die Musik ist so geil. Hau ich gleich in die Minecraft-Playlist. Guck mal da unten. Yeah! Platsch. Pitti Platsch. Hat's gemacht. Okay, bevor wir hier reingehen. Wir waren draußen noch nicht ganz fertig. Glaube ich. Es geht da einfach runter und dann rein. Aber der Vollständigkeit halber. Ach du Scheiße. Der Vollständigkeit halber. Guck mal, hier kriegen wir noch ein bisschen Rüstung. Was bist du denn? Ich weiß jetzt nicht, muss ich oben oder unten lang? Da war der Doomguy. Ich sag immer Doomguy. Eigentlich müssten wir ein Marine sagen, oder? Ich bin ein bisschen gestolpert. Schon fies. Also hier sind die auf jeden Fall sehr, sehr... Oh. Schade. Wäre schön gewesen, aber haben wir eh voll. Hier, wo die so rumklettern können, sind die schon ein bisschen gemein. Nicht. Wollte mich gerade schon bereit machen. So, A1, A2, A3. Welches Tor darf sein? Ob er richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. A, D. Okay, was auch immer. A, D. Einmal aufmachen. So sieht Vega also von innen aus. Ich weiß ja nicht. Habe ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Ganz kurz nochmal gucken. Vergessen wir mal nichts. Meine also. Sicherheitssysteme arbeiten auf zwei getrennten Neuralnetzwerken, die in der Wartungseinrichtung zusammenlaufen. Jedes Ende wird durch ein Energiefeld geschützt. Aber du dürftest das überleben. Deaktiviere die Sicherheitsschalter. Ich sehe schon, was da hinten schwebt. Wir kriegen gleich wieder Besuch. Neurales Netzwerk geschützt. Natürlich. Warum braucht man denn so riesige Räume für den Vega? Gut, wer bin ich schon? Ich habe sowas noch nie programmiert. Der läuft bestimmt auf PHP. So. Kann ich mir da unten erstmal... Okay, Muni haben wir. Hier ein bisschen Gedengel. Können wir uns noch... Können wir uns noch holen? Da unten. Ich schau mal eben ganz kurz. Wir haben hier zwei Power-Ups. Da hinten ist noch eine Rüstung. Okay. Wir kriegen noch 100 Pro gleich Besuch. Hier. Fuck. Neurales Hilfssicherheitsnetzwerk offline. Natürlich. Seiten, ich stürme erstmal rein. So, erstmal ein bisschen in Sicherheit bringen, wenigstens, damit wir wissen, wo wir stehen. Huch! Hallo? Und damit er auch nicht mehr lange steht. So, gib mir das. Hohohohoho! So, immer mal ein bisschen auf Abstand halten. Wer bremst, verliert.
Alter, was ist denn hier los? Wieso wissen die Dämonen denn sofort, dass wir hier das Netzwerk abgeschaltet haben? Die hätten wir vorher brauchen können. Wo sind die denn alle? Ich bin unverwundbar und die sind nicht da? So, Schnauze, Junge! Oh, ich bin nicht mal unverwundbar. Ich sollte ein bisschen aufpassen. In den Arsch. Na los, ich brauche deine Gesundheit. Bis vielen Dank. Was war das denn? Hey, ich brauche auch mal deine Rüstung kurz. Dankeschön. Deine nicht. Das war's. Wir dürfen nicht vergessen, das war ein Schalter. Hier ist der andere. Ich sammle mal kurz Muni auf. Sicher ist sicher. Ich weiß nämlich nicht, ob wir im Alter des Geflechts, ob wir da noch irgendwie großartig Muni kriegen. Muni. Muni. Das geht auch. Den nehme ich auch. Offenbar nicht. Oh, das hätte ich gut gebrauchen können. Im Grunde genommen hätte ich das ruhig mal benutzen können. Hier unten ist schön. Hier findet sich auch keiner, wenn du mal frei machst wieder. Kann man da... Schade, ich dachte, kann man vielleicht crouchen und finden, was ganz toll ist. So, egal. Ich glaube, Muni, mit Muni werden wir hier nicht so happy. Wir hätten die von Anfang an einsetzen sollen. Tee. Ich muss mir das Tee dringend merken. Mach ich nämlich sonst nicht. Neurales Primärsicherheitsnetzwerk offline. Was? Das war's? Ah, vielleicht jetzt. Meine zentralen Betriebssysteme sind jetzt verwundbar. Du solltest zuerst das Kühlsystem zerstören. Das wird die Destabilisierung beschleunigen. Rasieren sich gegenseitig. Aber scheint kein Eindruck zu hinterlassen. So, Freundchen. Huh. Oh, wo kommt der denn her? Okay, das lief aber jetzt nicht so glimpflich. Ah, ich sehe dich schon. Stille. Oh, 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 oh. Wo ist denn der Dicke? Immer noch da oben. Nein, das wollte ich gar nicht. Voll die Verschwendung. Oh, manchmal. Manchmal, wenn ich die Waffen wechsle und dann irgendwie 2x2 oder 1x1. Nee. Aber manchmal kommt dann einfach... Ah, die Kettensäge. Ist immer wieder ein schöner Effekt und wir haben so ein bisschen Muni gesammelt, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Guck, haben wir wieder Raketen voll. Das war mein Plan. Eigentlich überhaupt nicht, aber hey.
So, Kühlsystem ist irrigiert. Die Rüstung hier unten haben wir, ne? Wir haben da sonst nichts übrig gelassen, außer das eine Power-Up. Kann man später noch brauchen. Geraten Sie in ein Stufe 3 Dämonen-Eindämmungsereignis, bewahren Sie Ruhe. Mhm. Ein Gefolgsmann der Stufe 3 würde nicht in Panik geraten und das sollten Sie auch nicht. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehört. Ach, guck mal, wer da geht. Schildern hasse ich, da sind mir die Raketen ehrlich gesagt nicht zu teuer. Dämonen als Waffen. Ich dachte, es wird alles abgeschlossen. Ja, Benzin brauchen wir jetzt leider wieder. Es wäre so schön, wenn man die Kettensäge einsetzt, dass da auch gleich Benzin rausspawnt aus den Monstern. Aber das wäre vielleicht zu einfach. Natürlich. Hallo? Ach so, er. Oh nein, und ich sehe es schon. Im Gegensatz zu ihrem sonstigen Leben ist ihre Arbeit hier von Bedeutung. Ihn gerade einfach so verprügelt, das ist ja süß. Automap, hallo? Kartendaten, bitte warten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hier rechts von uns ist einer. Ansonsten alles, was blau ist, da ist nix. Wo ist denn hier? Blaue Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ja, und ich wollte nur mal gucken, was der hier macht. Der sitzt offenbar, ist wie beim Hautarzt. Aber die schöne Blume, die gefällt mir sehr gut. Kann ich eigentlich... Ich hasse Blumen. Ich hasse Blumen. Blumen sind scheiße. Blaue Sicherheitsfreigabe erforderlich. Was? Ja, dich hasse ich auch. Ach, hinter der Tür. Okay, blaue Sicherheitsfreigabe, dann kriegen wir auch den Doom-Guy. Blaue Sicherheitsfreigabe erforderlich. Dämonen als Waffen. Für eine bessere Zukunft. Oh, großartig. Also das war's. Scheiße. So, immer auf den Arm zielen. Für eine bessere Zukunft. Dann kriegt man die auch ganz gut weg mit einem Raketenwerfer. Oh, das gefällt mir gut. Benzin haben wir wieder. Was ist denn das hier? Ist das hier ein Secret oder ist das... Oder müssen wir da lang? Ja gut, wir gucken erstmal hier oben ein bisschen. Geht's hier oben irgendwie hin? Nö. Geraten Sie in ein Stufe 3 Dämonen-Eindämmungsereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolgsmann der Stufe 3 würde nicht in Panik geraten und das sollten Sie auch. Das war's? Ach, das war der eine Typ noch, der übrig war. Titan auf Planet Construction. Phasis Tholos, visit today. Im Gegensatz zu Ihrem sonstigen Leben ist Ihre Arbeit hier von Bedeutung. Wie böse. Das ist ja böse. Monster Revenant. Zu Beginn des Revenant-Programms wurde ein interessanter Nebeneffekt der Lazarus-Wellen entdeckt. Die Argent-Energie in den plasmaartigen Isotopen der Lazarus-Welle lässt Proteine der Knochensubstanz mutieren. Das ist ja total spannend. Da möchte ich unbedingt alles von wissen. So, übrigens gucke ich jetzt auf jeden Bildschirm, seitdem wir das Special gefunden haben. Matt Awards? Ich dachte irgendwie Matt Awards. Dämonen als Waffen. Für eine bessere Zukunft. So, hier ist aber offenbar nichts. Dem geht's gut. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm.
Aufzug rufen. Okay, wir können jetzt zweimal einen Aufzug rufen. Ich weiß nicht genau... Geht das überhaupt? Immer aus Neugier. Okay. Offenbar, die Aufzüge gehen nicht mehr, aber... Happy Birthday. Der geht! Aber wo geht der hin? Da nach oben oder was? Achso, Entschuldigung. Okay, wir probieren mal ganz kurz. Mal gucken, wo der hingeht. Ich hätte mir echt noch Fahrstuhlmusik gewünscht. So, ich will jetzt wissen, wo wir sind. Okay, wir fahren aber nochmal nach oben. Ich möchte nämlich nochmal ganz kurz durch die Luke gehen, die wir da gefunden haben. Offenbar geht's hier direkt weiter. Dauert immer ein bisschen. So, und dann gehen wir mal ganz kurz hin. Einfach hinter den Kisten. Guck mal, wie schön das ist. Auch schön hier. Gibt es hier hinter eigentlich noch was? Wäre eigentlich perfekter Ort für ein Secret. Oder hier oben. Ja, hier gibt es nur Gekröse. Halt! Was war das? Habe ich da was gesehen? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Also nur, nee, es reflektiert nur grün. Okay. Dann probieren wir mal den hier aus. Jetzt sind wir hier. Ich höre normale Zombies, da können wir auch mal... Warum ist der Typ da drüben blau? Drücke E. Ah, deswegen ist der Typ blau. Natürlich. Ich will die Bohrmaschine haben. Ich will die Bohrmaschine haben. So, Zugang gestattet. Wir müssen aber nochmal nach... Jetzt kommen wir hier. Okay, bevor wir da lang gehen, gucke ich mal ganz kurz hinten, was dieser riesige Raum ist. Der riesige Raum ist der Secret Level von Doom. Vom alten Doom. Die blaue Keycard ist optional? Ist die wirklich optional? Weil wir konnten ja eigentlich auch mit dem Fahrstuhl nach unten fahren, soweit. Oh, natürlich! Oh, wie gemein! Hier auf engstem Raum. Hey, guter Mann! Geheimnis... Ah! Geheimnis gefunden, obwohl das eigentlich kein richtiges Geheimnis ist. Was ist denn... Ich wollte eigentlich mal ganz kurz in die Map gucken. Oh, da landen wir da unten. Alles klar, wir kriegen hier unten Power-Up. Oh! Oh! Na, los und nochmal! Nice! Okay, ich ahne, wo wir gucken müssen. Dankeschön. Geile Scheiße. Ich hoffe, ich hatte recht. Obwohl das... Ja klar, das war ja die Tür. Guck mal hier. Geil. Kommandozentrale.
Waffenpunkte erhalten. Wir sollten mal wieder ein bisschen investieren, ne? Wir kriegen ja die ganze Zeit Waffenpunkte und die Marken und sowas. Und ich mach das die ganze Zeit gar nicht. Wir haben 17 Waffenpunkte. Ich bin einfach so ein faules Schwein, was das angeht. Ich guck mal kurz hier. Verbesserter Schränkbau. Schränkkopf. Töte 5 Summoner mit Hilfe der Zielerfassungssalbe. Echt? Habe ich einen Summoner damit getötet? Das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. So, schnelle Erholung für das Ding. Also wir müssen mal langsam gucken, was wir hier machen, ne? Also hier haben wir eigentlich alles Verbesserungen. Hier taktisches Zielfernrohr, Mikroraketen, Leichtgewicht. Ach, weißt du was? Einfach nur so, oder? Nee. Lieber noch nicht. Obwohl Mikroraketen, ne. Uranbeschichtung, Brandmunition, mobile Lafette, Schnellaufbau, verringert, ne. Kugeln durchdringen Ziele. Das könnte man vielleicht auch mal probieren. Der Rotator ist natürlich auch super. So, dann hier mal 6 Punkte, zack. Und hier erziele mit dem Gatling-Rotator 5 Kills. Das wird natürlich schwieriger. Töte 30 betäubte Dämonen. Da habe ich 0. Wie kann das denn sein? Weil ich die Betäubungsbombe aber auch nie nutze. Das ist ein bisschen doof. Super Hitzestoß. Reduziert erhöht die erfasste Hitzemenge, was zu mehr Schaden führen kann. Okay, das hört sich ganz gut an. 3, verbessert Entlüftung, reduziert die Erholungswahl, das finde ich immer ganz gut. Und 5, oh, das können wir uns genau nicht mehr leisten. Er schafft Passivhitze, ohne Munition verwenden zu müssen. Kaufe alle Verbesserungen. Ja, okay, wir wissen noch nicht genau, was wir da machen müssen. Okay, mit 4, weißt du was, das spare ich mal gerade. Wir können hier das machen, aber die werden wir nie brauchen. Ich guck mal kurz beim Anzug, da haben wir 4 Punkte. Ausrüstungssystem, was nehmen wir denn da? Schnellladen. So, dann haben wir hier alle und uns fehlen eigentlich nur noch 4 Punkte, dann können wir hier Geschicklichkeit, dann haben wir alles ausgebessert hier.